Das Thema möchte ich vertiefen mit dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Dirk Wiese. Ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Ist denn diese Forderung der Polizeigewerkschaften realistisch? Man muss hier genau differenzieren. Die Gewerkschaft der Polizei, die Sie ja auch gerade im Beitrag zitiert haben, fordern nicht die Rückkehr zu stationären Grenzkontrollen, also der klassische Schlagbaum, der runter ist, dass man nicht mehr über die Grenze fahren kann, sondern es wird richtigerweise dahingehend die Forderung erhoben, dass wir im Grenzraum mobil weiter sozusagen die Schleierfahndung ausbauen, dass wir mehr Möglichkeiten dort auch haben. Das gibt es in anderen Grenzübergängen auch heute schon. Das ist auch schon intensiviert worden. Aber es geht nicht sozusagen zur Rückkehr zum Schlagbaum. Das würde ich auch strikt ablehnen, weil wir in Deutschland auf offene Grenzen angewiesen sind. Wir sind ein Land, das viel in unseren Nachbarländern an Waren exportiert, gerade in den Grenzregionen. Und wir haben ja gesehen in Corona-Zeiten, was das für Einbrüche auch bei der Wirtschaft gefordert hat. Von daher, ja, Ausweitung der mobilen Schleierfahndung im Grenzraum, ein richtiger Punkt, den muss man diskutieren, aber nicht die Rückkehr zum Schlagbaum, der wieder runtergemacht werden soll. Das wäre tatsächlich das Ende des Schengen-Raums. Und was sagt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Ihre Parteikollegin, dazu? Sie haben gesagt, das muss man diskutieren. Gibt es schon weitere Schritte dahingehend? Naja, wir haben ja an einigen Grenzen schon eine unterschiedliche Situation. Wir haben durchaus die stationären Kontrollen, die an der bayerisch-österreichischen Grenze stattfinden. Wir haben das auch Bayern-Tschechien. Wir haben eine intensivierte Grenzfahndung im Bereich von Sachsen nach Tschechien. Wir haben dies auch an der deutsch-polnischen Grenze. Aber wir haben natürlich auch andere Situationen, wo die Situation durchaus unterschiedlich ist. Und darum lehnt ja auch zum Beispiel der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther die Forderungen seiner eigenen Parteikollegen auch ab. Aber wir müssen uns eins sehr klar machen. Putin missbraucht Flüchtlinge als Waffe, um sozusagen auch bei uns zu destabilisieren. Und darum müssen wir in den nächsten Monaten genau hinschauen, was passiert weiter, wie ist die Situation auch weiter. Und darüber muss man diskutieren, darüber muss man sprechen. Und darum ist auch richtig, dass die GdP immer wieder auch hinschaut. Sie sagen, darüber muss man diskutieren, darüber muss man sprechen. Aber wirklich Antworten hat die Politik bislang nicht auf diese Flüchtlingswelle, die ja unkontrolliert ist. Man kriegt sie nicht in den Griff. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Illegale Migration ist um 50% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Profitieren von dieser Entwicklung, das tut die AfD. Laut Umfragen ist der Hauptgrund für Wähler, immer noch die AfD zu wählen, die Migrationspolitik. Also warum überlässt man dieses Thema Migration in der Bundesregierung ganz der AfD und beschert ihnen damit die nächsten Prozentpunkte? Da muss ich Ihnen widersprechen. Wir haben ja in den letzten Monaten ja eine erhöhte Migrationswelle über den Balkan gehabt. Das ist ja dadurch letztendlich gekommen, dass Serbien eine sehr laxe Visapolitik, gerade auch für Staaten aus dem Nahen Osten und aus dem afrikanischen Raum gehabt hat. Da haben wir mit Druck der Europäischen Union und auch von Nancy Faeser es hinbekommen, dass die Zahlen hier geringer geworden sind, dass sie weniger geworden sind, weil Serbien auf unseren Druck hin diese Visapolitik restriktiver handhabt jetzt. Das heißt, wir sind an vielen Stellen dabei, Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben auch die wichtige Einigung auf der europäischen Ebene gehabt, die Innenminister der Europäischen Union in Luxemburg sich verständigt haben. Da sind wir weiter dran. Und ja, wir schauen auch sehr genau an die Ostgrenze. Aber nochmal, man muss hier genau hinschauen, was sind die Gründe? Es ist letztendlich ein autoritäres Regime. Es ist das Regime von Putin, was versucht, Migration als Waffe einzusetzen. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit schon erlebt, wo dann die polnische Regierung in Kooperation mit der Europäischen Union ebenfalls schon reagiert hat. Von daher, wir sind dran. Es ist nicht so, dass hier jemand die Hände in den Schoß legen würde. Da muss ich energisch widersprechen. Trotzdem ist es ja so, dass diese EU-Asylreform, wenn sie dann wirkt, noch Jahre dauern wird, bis sie dann tatsächlich sichtbar sein wird an den EU-Außengrenzen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen noch auf eine andere Äußerung blicken. Die hat der ehemalige Bundesminister und CSU-Politiker Peter Ramsauer getätigt. Er hat Migranten mit Ungeziefer verglichen und starke Kritik geerntet. Bezugnehmend auf den ehemaligen chinesischen Machthaber Xiaoping sagte er nämlich, und das ist ein Zitat, Deng Xiaoping hat einmal gesagt, wenn man die Fenster zu weit aufmacht, kommt auch viel Ungeziefer mit rein in Bezug auf Flüchtlingspolitik und Grenzschutz. Herr Wiese, mittlerweile hat Ramsauer so ein bisschen relativiert, hat gesagt, er würde niemals einen solchen entwürdigenden Vergleich mit zugewanderten Fachkräften oder Migranten machen. Trotzdem, was haben Sie gedacht, als Sie diese Worte gehört haben?
Das ist absolut inakzeptabel, wie sich Peter Ramsauer hier geäußert hat. Dass Peter Ramsauer, immerhin ein früherer Minister, so etwas sagt, hat mich auch ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, auch sprachlos gemacht. Und ich muss schon sagen, ich erwarte da auch eine klare Klarstellung auch des bayerischen Ministerpräsidenten, dass er seinen Parteifreund hier bitte mal um Klarstellung bittet. Und ich meine, Peter Ramsauer hat diese Äußerungen gemacht. Er kann das auch sehr klar deutlich machen, warum er das gesagt hat, warum er das meinte. Für mich ist das jedenfalls in dieser Form absolut inakzeptabel und ich erwarte da auch von Markus Söder eine Klarstellung. Dirk Wiese, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Wiedersehen.